So Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute stelle ich euch den Charakter Anilasa vor. Ja, das ist ein Riesencharakter. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der sich schlägt. Wie gesagt, wir werden den nicht als einzelnen Charakter nehmen. Wir werden den und ja, Jimace nehmen. Wie gesagt, die zwei Charaktere werden wir noch. Wir werden Anilasa und Magikaio nehmen. Weil Magikaio ist der einzige von Universum 3. Die sind halt für beide von 2 und die kann ich dann mit Ribrian zusammennehmen. Aber natürlich nehmen wir jetzt erstmal Anilasa. So, und natürlich Magikaio. Ja. Und wir kämpfen wie vorhin gegen die ganzen Charaktere. Warum nicht? So. Ja, ich denke mal so. Wir gehen mal in die Cell Arena. War ich auch schon lange nicht mehr. Bin mal gespannt, wie Anilasa sich schlägt. Ob das zu empfehlen ist oder nicht. Auf jeden Fall ein Riesencharakter. Komisch sieht er auch aus, also. Ich konnte noch nie wirklich mit Riesencharakteren. Aber macht er viel Damage. Oh Gott. Was denn? Oh, die Attacke von Janemba. Die passt gut zu ihm. Boom. Der Damage ist echt geil. Der gefällt mir. Und mit diesem Vieh kann man aber auch gut kämpfen, also mit Anilasa. Ach so, so treffen kann er mich nicht, aber naja, ist auch egal. Die Attacke ist auch echt geil, also die passt zu Anilasa echt verdammt gut. Boom. Überleg ja auch nochmal, wenn ihr da natürlich drauf Bock hättet, ob ich vielleicht nicht nochmal die Story hiervon, also ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht auf diesem Kanal, die komplette Story hiervon durchspielen sollte, also von... Verdammt. Also die komplette Story von Budokai Tenkaichi 3 ohne Mods natürlich. Aber das müssten wir gucken, ob ihr da natürlich auch Bock drauf habt. Und ja. Quatsch. Und tschüss, Gohan. So, Anilasa gefällt mir in diesem Spiel richtig gut. Ich hatte den jetzt schon in anderen Spielen von Budokai Tenkaichi 3. Da gefiel er mir ehrlich gesagt nicht so gut. Autsch. Geil. Also von Magikaio sah man ja wirklich eigentlich kaum bis gar keine Attacken in Turnier der Kraft. Leider. Obwohl das ein echt spannender Charakter ist. Ich hoffe, wenn Dragon Ball Super mal irgendwann weitergehen sollte, dass man dafür auch wirklich ein bisschen mehr von sieht. Oh Gott, so ein Freezer. Verdammt.
Ja, Tackle sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber naja, Magikaio gefällt mir bis jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin mal gespannt auf seine Ulti. Aber bis jetzt von seinen zwei Attacken, naja. Oh Gott, noch Freezer an Damage. Das sah schon etwas besser aus. Was noch? Ach komm. So, und Fire. 42.000! Und tschüss. Okay. Oh fuck. Normalerweise ist ja Magikaio, ich glaube, einfach nur Schleim gewesen. Wir wechseln einfach nochmal. Und zack! Geile Attacke. Ich muss sagen, Magikaio zieht mit der Ult auf jeden Fall viel mehr. Tschüss, Goku. Anuraza haben sie echt perfekt gemacht. Den? Der ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.